Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Ich kann ehrlich gesagt das immer noch nicht so richtig fassen, dass wir hier wirklich über Jurassic World Evolution 2 reden. Also es ist irgendwie, das kam so richtig unerwartet. Ich glaube, ich brauche erstmal ein paar Tage, um das so richtig zu realisieren. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Aber Leute, in dem heutigen Video wollen wir über die Dinosaurier und prähistorischen Spezies sprechen, die uns in dem Spiel erwarten werden. Nämlich erwarten uns über 75 verschiedene prähistorische Spezies, unter anderem natürlich auch Favoriten wie der T-Rex, Triceratops oder der Stegosaurus, aber auch fliegende sowie im Wasser lebende Reptilien. Und welche das sind, davon wissen wir schon ein paar durch den Trailer und durch Screenshots und die werden wir uns jetzt gleich auch mal anschauen. Außerdem steht noch in diesem Post, woher ich die ganzen Infos entnehme, dass sich die Tiere jetzt viel lebendiger anfühlen sollen. Das liegt daran, dass die neue Animation bekommen haben, das Design der Tiere überarbeitet wurde und die dadurch noch viel realistischer wirken und authentischer. Und die verhalten sich auch so. Also die haben auch ganz, ganz neue Verhaltensweisen bekommen, interagieren miteinander, kämpfen um die Dominanz, also das heißt, dass die um den Alpha-Status in einer Gruppe oder sowas kämpfen. Und die interagieren auch auf die Welt um sie herum. Also wenn da irgendwie mal ein Jeep reinfährt oder ein Besucher irgendwie sich ins Gehege verirrt, reagieren die da auch drauf. Da muss ich sagen, dass das bei Jurassic World Evolution auch schon eigentlich immer ganz gut geklappt hat. Die Tiere haben sich jetzt nicht so mega blöd angefühlt und auch die ganzen Animationen und dieses Reagieren auf die Umwelt und so, das war schon gar nicht so schlecht. Aber es ist natürlich cool, dass das nochmal ein ganzes Stück jetzt verbessert wurde. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Dinosaurier an, die auf jeden Fall im Spiel sind. Denn wir haben ja schon einiges an Bewegtbild und Screenshots. Fangen jetzt hier mal mit dem Trailer an. Dann haben wir als allererstes einen Schatten. Sah gerade auf den ersten Blick aus wie ein normaler Vogel. Könnte jetzt immer noch ein Vogel sein mit einem langen Schnabel, ganz normaler. Vielleicht auch ein Mikroraptor. Aber jetzt sieht man es ganz gut. Das ist auf jeden Fall ein Pteranodon. Das ist auf keinen Fall irgendwie was anderes. Man sieht das eigentlich eindeutig. Und dann kommen schon direkt die nächsten Dinos. Nämlich einige. Ich pausiere mal. Nee, ich mache noch ein Stück weiter. Jetzt pausiere ich. Jetzt sieht man nämlich alle drei Pflanzenfresser. Hier vorne haben wir logischerweise Stegos. Dann haben wir hier meinen Liebling, Triceratops. Und hier ist der Dinosaurier oder Sauropode, wo mir der Name entfallen war. Das ist nämlich der Amagasaurus. Ich war aber nah dran. Ich wusste, dass es irgendwas mit AM ist. Und ich meinte auch genau diesen hier. Ich finde ihn übrigens sehr, sehr cool hier vom Design mit diesen Stacheln. Das ist wahrscheinlich auch so ein Jurassic World Design. Weil paläontologisch habe ich meistens ein Segel gesehen, statt solchen Stacheln. Aber, ja, ich finde es cool. Und da sehen wir nochmal den Pteranodon. Ich hoffe, es wird nicht nur beim Pteranodon bleiben, was Luxaurier angeht. Aber es macht ja Sinn, dass auch zum Beispiel der Dimorphodon drin ist, weil der kommt ja auch im Film vor. Also zumindest der. Ich hoffe natürlich auf noch weitere. Da haben wir den nächsten Sauropoden. Den Brachio. Wunderschön. Ich hoffe übrigens, dass der jetzt auch von Baumwipfeln fressen kann. Ich glaube, das ging ja bei JWE nie, ne? War das nicht mal irgendwann angekündigt und hat dann gar nicht funktioniert? Bin mir gerade unsicher. Also bei JWE 1 meine ich jetzt. Und direkt der nächste Dino. Ein Nasutoceratops. Und im Hintergrund. Da, den sehen wir gleich nochmal genauer. Den konnte ich nämlich auch nicht zuordnen. Jetzt weiß ich aber, was es ist. Da ist er, der Hübsche. Jetzt sieht man ihn perfekt. Das ist ein Coelophysis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich hoffe, auf Deutsch ist er genauso vom Namen. Ansonsten habe ich euch jetzt die englische, den englischen Namen genannt. Auch ein sehr, sehr hübscher, kleiner Fleischfresser. Sieht ein bisschen aus wie ein Kompi in größer. Hier ist übrigens ein Tyrannosaurus Rex Fuß. Dürfte das sein? Ach, so schön. Es ist einfach nur schön. Und Leute, endlich ist es soweit. Wir kriegen einen Mosasaurus. Und das nicht durch Mods. Es ist so schön. Es ist einfach nur schön. Wir haben aber noch einiges an Screenshots
fange jetzt mal mit dem Nasuto Ceratops an. So sieht er dann in-game aus. Gerade war ja ein Trailer nur, so wird das Ganze dann später nicht ganz aussehen. Wunderschöner Dinosaurier, cooles Model. Man erkennt ihn immer ganz gut an den Hörnern. Die sehen nämlich immer so aus wie ein Stier, so von der Ausrichtung. Daran, finde ich, kann man immer den super schnell identifizieren. Nochmal vorweg gesagt, ich muss sagen, dass mir bei den Screenshots auf jeden Fall aufgefallen ist, dass hier auf jeden Fall noch irgendwie ein Shader oder so fehlt. Irgendwie, weiß ich nicht, das sieht alles so von der Natur- und Hintergrundlandschaft und auch hier, irgendwie fehlt da was. Da fehlt Atmosphäre, da fehlt Tiefe, da fehlen Schatten. Also da muss irgendwie noch irgendwas passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so bleibt, weil ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, oder? Also sieht man eigentlich eindeutig. Also irgendwas fehlt mir da und ich denke auch, dass da noch was passieren wird in diese Richtung. Aber wir achten jetzt einfach mal auf das Model und das finde ich schon sehr, sehr cool. Animation oder so können wir jetzt natürlich bei so einem Bild leider nicht sehen, aber wir gehen mal zum nächsten. Und da haben wir den kleinen grünen Racker, nämlich den Poelophysis. Habe ich so noch nie gehört. Sieht meiner Meinung nach, wie gesagt, wie ein etwas größerer Kompi aus. Ist aber ganz cool, also ich mag die Färbung sehr gerne. Und er scheint hier auf jeden Fall in der Gruppe unterwegs zu sein. Ich frage mich gerade, was das hier ist. Das ist wirklich ein seltsamer Baum. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele verschiedene Baumarten und auch so Grasarten und sowas. Das ist ja sowieso mit das Wichtigste, dass wir dann auch ein bisschen mehr Variation in der ganzen Gestaltung und sowas haben. Das war ja das, was so am meisten gestört hat bei Jurassic World Evolution 1. Hier haben wir nochmal einen Screenshot in ein bisschen näher dran. Und da sieht man schon, wie schön dieses Model ist. Ne? Das sieht schon wirklich toll aus. Mit der tiefen Schärfe im Hintergrund geht's sogar. Aber ich finde immer noch, dass hier was fehlt. Also ich glaube, da wird noch irgendwas passieren, dass das alles noch ein bisschen atmosphärischer und sowas rüberkommen wird. Und dann haben wir als nächstes den Stegosaurus. Sieht auch wundervoll aus. Aber man muss ja auch sagen, die Dinosaurier, die es schon in JWE1 gab, die waren ja auch schon alle relativ gut. Da kann man ja das Model übernehmen, vielleicht ein bisschen anpassen und verbessern von den Animationen und von den Texturen und sowas ein bisschen. Aber ansonsten war das ja schon wirklich sehr, sehr gut in JWE1. Hier fällt natürlich auf, dass wir hier auch kleine Felsen haben, Kakteen und eine Kaktusgegend, eine Wüstengegend. Das heißt wahrscheinlich, dass wir dann auch verschiedene Biome und Regionen haben, wo wir dann diese Parks bauen können. Und der nächste ist ein Favorit von vielen, nämlich der Brachiosaurus. Auch ein wunderschöner Dinosaurier und sehr, sehr friedvoll. Sieht auch ziemlich ähnlich aus wie bei JW1, meiner Meinung nach. Und auch die Landschaft wieder im Hintergrund sieht so cool aus. Sieht einfach wieder komplett anders aus. Ich liebe das, ist so nice. Und dann kommen wir schon zu meinem Liebling, nämlich dem Triceratops. Sieht auch cool aus, also der Skin ist auf jeden Fall komplett neu. Und das Model ist auch ein bisschen anders, so von den Hörnern und sowas. Sieht ja schon ein bisschen anders aus. Hier hinten sieht es ein bisschen eckig aus, muss ich sagen. Also es wäre, glaube ich, könnte noch ein bisschen abgerundet werden. Hier sehen wir ihn nochmal auf einem anderen Screenshot. Oh, ich finde das hier richtig cool, wie die Schuppen da aussehen. Sieht richtig nice aus hier hinten. Aber auch hier, finde ich, fehlt immer noch so ein Shader-Effekt. Also ich glaube, wenn hier nochmal so ein schöner, so ein bisschen Nebel, Dampf und die Lichter schöner reflektieren und so die Schatten werfen und sowas, dann würde das Spiel, glaube ich, jetzt schon richtig nice aussehen. Aber das fehlt mir persönlich halt noch ein bisschen, weil das Model sieht wirklich mega gut aus. Dann haben wir hier den Amagasaurus mit den Stacheln hier hinten. Das sieht wirklich krass aus. Die sehen voll cool aus, auch so von der Textur. Dann hier hinten auch noch so ein paar kleine Stacheln raus. Richtig nicer Dinosaurier. Auch hier wieder eine Wüstengegend mit Kakteen. Ich weiß gar nicht, wie diese Bäume, Büsche hier heißen. Aber die kennt man auch von Planet Zoo, ne? Diese hier und diese hier auch. Und hier haben wir ein Bild von einem Pteranodon. Der sieht vom Model her auch anders aus auf jeden Fall. Und befindet sich hier auch in dem neuen Aviarium. Oder einem der neuen, ich weiß ja nicht, wie viele man haben wird später. Das scheint hier aber so eine andersförmige Kuppel zu sein. Aber auch hier fällt es gerade auf, dass da wieder so ein bisschen Dampf, Nebel und so Effekte fehlen. Weil das Aviarium aus Jurassic World Evolution 1 war ja schon atmosphärisch sehr, sehr gut gemacht. Seht ihr jetzt, was ich meine? Also allein schon dieser ganze Dampf und Nebel und diese Licht- und Schatteneffekte,
Das ist halt genau das, wovon ich spreche. Es macht halt immer sehr viel Atmosphäre und sowas aus. Und das fehlt mir halt auf den Screenshots echt. Ich hoffe, das kommt dann noch, weil das ist hier in Jurassic World Evolution 1 schon sehr, sehr gut gelöst, muss man sagen. Und dann haben wir als letzten Screenshot den Tyrannosaurus Rex. Der sieht auch relativ identisch aus wie bei Jurassic World Evolution 1 auf den ersten Blick und auch die Zäune und sowas im Hintergrund. Ja, würde ich jetzt sagen, ne? Echt so ein bisschen vom Model überarbeitet worden nochmal. Ich bin aber am meisten ehrlich gesagt auch auf die Animation gespannt, weil die werden später echt viel hermachen. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Spekulation, was ich noch so alles im Spiel dann erwarte an Dinosauriern und Urzeitlebewesen. Dafür gehen wir einmal in JWE1, denn es ist meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass wir diese 67 Dinosaurier auch wiedersehen in Jurassic World Evolution 2. Warum denn auch nicht, ne? Die sind ja alle relativ gut umgesetzt und das Model ist vorhanden, die Animationen sind schon vorhanden. Die kann man dann noch so ein bisschen anpassen und verbessern. Und ja, da werden dann halt noch ein paar hinzugefügt und dann ist man ja auch schon ruckzuck über 75. Finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil ich schon sehr zufrieden bin mit den Sauriern, die wir hier in Jurassic World Evolution 1 haben. Müsst ihr mal so ein bisschen pausieren, weil ich will das jetzt ja auch nicht zu langsam durchscrollen. Aber ich denke mal, ihr kennt alle diese Liste. Und was dann noch so hinzukommt, sind halt hoffentlich die Dinosaurier aus den Filmen, wie zum Beispiel der Dimorphodon. Oder fällt mir noch irgendwas ein auf die Schnelle? Nee, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber ihr wisst sicherlich noch welche, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich gehe nochmal hier in dieses wunderschöne Aviarium. Ich liebe es. Ja, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.